Ja, hier sind wir in der Welt der Kindermobile, so wie ich es jetzt sehe. Was habt ihr denn so im Sortiment? Ja, wir haben vor allem diese drei Produkte, die wir vor uns sehen. Das ist der Dino Explorer. Das ist ein sehr schönes Fahrzeug für Kinder. Ist ein Zweisitzer, hat 12 Volt, fährt 6, 7 Stundenkilometer schnell. Kinder fahren raus, können wieder raus in die Natur entdecken, fahren rum. Und das Schöne dabei ist, es hat eine App dabei, wo die Kinder auf dem Radarschirm Dinosaurier sehen, fahren hin, machen Fotografien von denen und speichern sie in ihrer Bibliothek. Also ein sehr kommunikatives und auch edukatives Produkt, weil die Kinder dann erfahren über die Dinosaurier, wann hat es gelebt und welche Gewichte. Heißt aber jetzt, ich muss eher in einer ländlichen Umgebung wohnen, oder? Ja, natürlich. Diese ganzen Elektrofahrzeuge sind in Deutschland immer noch eine, sind wir vielleicht ein bisschen mit der E-Mobilität unterentwickelt. Man dürfte sie nicht auf öffentlichen Straßen fahren, aber in privaten Grundstücken oder in Parks, weil sie bis zu 6 Stundenkilometer, darf man sie fahren. Okay. Sieht ja jetzt schon gewaltig aus. Also was kann denn das alles? Es ist ein Geländewagen. Ja, es ist ein Geländewagen. Es hat die Reifen dazu wie ein Geländewagen, hat natürlich auch dann die Griffigkeit für einen Geländewagen, aber es ist hauptsächlich dann für normale Wege, auf Wiesen auch geeignet, ganz klar. Und der Segway ist für Kinder zum Sightseeing wahrscheinlich, oder? Ja, der Segway war natürlich Pate, ist Pate für dieses Produkt gestanden. Unser Uprider für Kinder ab 6 Jahren. Es ist natürlich ein Fahrzeug, dass das Kind mit dem Körpergewicht, wenn es nach vorne das verlagert oder zur Seite, das Produkt lenkt. Und das ist eine, auch für die Kinder, für die Motorik sehr, sie schult seine Motorik damit. Und ist ein sehr spannendes und innovatives Produkt. Möchtest du es mal vorführen? Musst du erst. Natürlich weißt du schon, wie man es anschaltet. Also Sie sehen, es sind vorne Stützräder an dem Gefährt, dass das Kind nicht nach vorne umfallen kann, auch nach hinten, sodass es für die Sicherheit. Aber ansonsten funktioniert es mit der Balance des Kindes, dass das Körpergewicht nach rechts und nach links lenkt. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir noch ein drittes Gefährt. Das ist natürlich unser Tornado. Das ist unser schnellstes Gefährt, was wir aktuell im Sortiment haben. Es fährt bis zu 15 Stundenkilometer schnell. Das ist einiges. Hat auch 24 Volt, ist für Kinder dann bis 12, 13 Jahren geeignet. Hat eine sehr starke, schnelle Geschwindigkeit und macht Fun. Man driftet mit ihm durch die Gegend. Also das ist ein sehr spannendes Gefährt. Absolut schöne Spielzeuge. Okay. Jetzt stellt sich aber die entscheidende Frage, was kostet denn das? Also die Fahrzeuge... Das ist so 379 Euro. Ja. Der Segway 279 Euro. Und der Dino Explorer sind 400 Euro. Also geht es eigentlich sind, noch, doch, sind, dachte mir mehr. Nein, aber das ist, glaube ich, das Problem, dass viele denken, dass es viel, viel teurer ist. Aber die E-Mobilität kommt. Auch bei den Autos werden immer billiger. Und hier natürlich auch spiegelt es sich wieder, weil wir wollen die Kinder mit E-Mobilität ausstatten. Und irgendwann wird es da bestimmt auch Carsharing geben. Auf alle Fälle. Das gibt's ja. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank.